Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Hier soll es darum gehen, wie sich die Entwicklung von den Rechenhilfsmitteln des 17. Jahrhunderts über die Rechenmaschinen bis hin zum Computer vollzogen hat. Wir haben im vorangegangenen Video gesehen, wie sich das Rechnen mit den indisch-arabischen Ziffern, beispielsweise mit den näpischen Rechenstäbchen, unterstützen lässt und wie wenig man dabei im Grunde genommen denken muss. Was auch bedeutet, dass der Umgang mit diesen sich relativ leicht erlernen lässt. Bei der Entwicklung der Rechenmaschinen geht es nun darum, den Menschen noch stärker von den Denkprozessen zu entlasten. Damit sollte das Rechnen einfacher werden, schneller und zuverlässiger in dem Sinn, dass man weniger Fehler dabei machen kann. Die Idee der näpischen Rechenstäbchen hat schon im Jahr 1623, also gerade einmal 6 Jahre, nachdem diese in einem Buch vorgestellt wurden, ein Astronom und Mathematiker in Tübingen aufgegriffen. Obwohl Süddeutschland von Schottland aus ja keineswegs um die Ecke liegt und obwohl der 30-jährige Krieg wütete, scheinen die Wissenschaftler durchaus von den Arbeiten anderer etwas mitbekommen zu haben und konnten so auf deren Ideen aufbauen. So hat Wilhelm Schickard diese Maschine ersonnen, die er Rechenuhr nannte. Die hier abgebildete Version ist ein Nachbau, der im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn zu sehen ist. Ein Original ist nicht erhalten geblieben. Tatsächlich wusste man bis Mitte des 20. Jahrhunderts gar nicht, dass es diese Maschine je gegeben hatte. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Skizze im Nachlass von Johannes Kepler entdeckt, der noch weiter weg in Graz forschte und mit Schickard in engem Austausch stand. Ein erster Nachbau, der im Jahr 1960 fertiggestellt wurde, zeigte, dass die Maschine wohl auch tatsächlich funktioniert hat, wenn auch vermutlich nicht immer zuverlässig. Mit dieser Maschine können Rechnungen in allen 4 Grundrechenarten, Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, durchgeführt werden. Neben dem Nachbau, der hinter Glas steht, gibt es im Heinz-Nixdorf-Museumsforum auch ein Funktionsmodell einer kleinen Komponente dieser Maschine, wo man sich anschauen kann, wie sie, oder zumindest ein Teil von ihr, in ihrem Innersten funktioniert. Wir schauen hier nur von außen auf die Maschine. Vielleicht erhalte ich noch die Gelegenheit, auch diese Maschine in einem Video vorzustellen, aber momentan habe ich leider keine Gelegenheit, eine solche Maschine vorzuführen. Trotzdem möchte ich wenigstens ungefähr erläutern, wie diese Maschine funktioniert. Ich werde mich dabei, ähnlich wie bei den näpischen Rechenstäbchen, auf die Multiplikation beschränken. In der Schickard-Maschine sehen wir hier senkrecht einige Säulen und oben eine Reihe kleiner Knebel, mit deren Hilfe man die darunterliegenden Säulen drehen kann. Auf diese Weise kann man hier in der obersten Reihe einen Wert einstellen. Im Fall einer Multiplikation würden wir hier nun einen der beiden Faktoren einstellen, also beispielsweise den Wert 9256. Auf jeder der Säulen ist gewissermaßen ein vollständiger Satz näpischer Rechenstäbchen aufgedruckt. Hier auf dem Bild, wo ganz rechts eine 3 eingestellt ist, sehen wir beispielsweise in der 6. Reihe, wo der Schieber so positioniert ist, dass wir den Wert dort ablesen können, den Wert 18 in der uns schon von den Rechenstäbchen bekannten Schreibweise in der diagonalen Anordnung, oben links die 1, unten rechts die 8. Entsprechend sehen wir auf der 2. Säule von rechts, wo eine 8 eingestellt ist, in der 6. Reihe die 48 notiert. Wir können also oben eine beliebige Zahl einstellen, unten alle Schieber zunächst einmal schließen und dann nur den Schieber für die Zahl öffnen, mit der wir den oben eingestellten Wert multiplizieren wollen. Um den eingestellten Wert also mit 6 zu multiplizieren, öffnen wir den 6er Schieber und lesen die Werte ab, wie wir das bei den Rechenstäbchen auch gemacht haben. Aber was ist nun der Fortschritt, den diese Maschine mit sich bringt? Wieso ist dies eine Rechenmaschine, während die näpischen Rechenstäbchen ein Rechenhilfsmittel waren? Dazu müssen wir uns nun den unteren Teil der Maschine ansehen. Dort befinden sich diese Scheiben, die mit kleinen Löchern versehen sind, in die man einen Metallstift stecken kann und um die außen herum Ziffern stehen. Wenn ich nun auf der rechtesten Säule die Zahl 18 abgelesen habe, nehme ich meinen Metallstift und stecke ihn in das oberste Loch der rechtesten Scheibe. Diese drehe ich dann so weit, bis mein Stift an der 8 angekommen ist, also genau so weit, wie der unterhalb der Diagonalen stehende Wert angibt. Dann stecke ich den Stift in die zweite Scheibe von rechts und drehe diese so weit, wie der oberhalb der Diagonalen stehende Wert angibt, also bis zur 1. Indem wir die Scheiben drehen, werden die hier oberhalb der Scheiben zu erahnenden Werte in der Anzeige verändert. Diese Anzeige besteht aus einer Reihe von Walzen, auf denen jeweils die Ziffern von 0 bis 9 aufgedruckt sind. Zu Beginn der Rechnung müssen wir also den Wert 0 einstellen, die gesamte Anzeige gewissermaßen zurücksetzen. Wenn wir die rechteste Scheibe drehen, dreht sich die rechteste Walze der Anzeige entsprechend mit, sodass dort anschließend der Wert 8 steht. Wenn wir dann die zweite Scheibe, wie eben beschrieben, drehen, steht dort der Wert 1. Nun fahren wir mit der nächsten Stelle der oben eingestellten Ziffer fort. Dort lesen wir in der 6. Reihe wieder eine 8, müssten also nun die hier unterhalb befindliche Scheibe, also nicht die rechteste, sondern die unter der aktuellen Ziffer liegende Scheibe, um 8 weiterdrehen, da dies der Wert dort unterhalb der Diagonalen ist. Dort stand bereits der Wert 1 und so haben wir hier nun eine 9 in der Anzeige stehen. Dann drehen wir die nächste Scheibe um so viele Positionen, wie der Wert oberhalb der Diagonalen angibt, also um 4. Schauen wir nun in die Anzeige, so sehen wir dort den Wert 498 stehen. Das ist gerade 83, die Zahl, die wir oben in den letzten beiden Stellen eingestellt haben, multipliziert mit 6.
Dieses Verfahren können wir nun für alle weiteren Stellen unserer Zahl durchführen, die wir oben eingestellt haben. Wir haben bei den Rechenstäbchen schon gesehen, dass mitunter ein Übertrag entsteht. Auch dieser wird von der Maschine automatisch vorgenommen, da im Inneren der Maschine ein geschickter Mechanismus aus Zahnrädern werkelt, der auch diesen ausführen kann. Hier haben wir nun nur mit einer einstelligen Zahl multipliziert, aber man kann, indem man für die nächste Stelle des zweiten Faktors alle Scheibendrehungen um 1 versetzt vornimmt, für die dritte Stelle um 2 versetzt und so weiter, auch mit mehrstelligen Zahlen multiplizieren. Da muss ich wieder einmal darum bitten, mir das zu glauben. Sobald ich Zugriff auf eine Schickertmaschine bekomme, werde ich dazu auch noch ein Video machen, wo ich das zeigen kann. Die vollständige Berechnung kann nun also mit Hilfe dieser Maschine durchgeführt werden. Ich muss dafür nur noch die Zahl oben einstellen, dann die Schieber in der richtigen Reihenfolge betätigen, die Werte korrekt ablesen und die Scheiben entsprechend drehen. Ich erspare mir also nicht nur die Multiplikation wie bei den Napierschen Rechenstäbchen, sondern auch die Addition der einzelnen Produkte und muss mir auch nichts zwischendurch aufschreiben, also keine Medienwechsel durchführen. Um eine Multiplikation durchzuführen, von der wir eigentlich annehmen, dass sie eine gewisse geistige Anstrengung erfordert, muss ich jetzt nur noch überlegen, welches Rad ich wann und in welcher Reihenfolge bewegen muss. Wir haben die Berechnung also noch weiter maschinisiert. Sofern diese Maschine zuverlässig funktioniert, und das war durchaus ein Problem, da die Fertigung von gut funktionierenden Zahnrädern, die einen Übertrag auch über mehrere Stellen hinweg zuverlässig vornehmen konnte, sich als schwierig gestaltete, wäre es mit dieser Maschine also auch Leuten, die vom Rechnen nichts verstehen, möglich gewesen, korrekte Rechnungen schnell durchzuführen. Der geistige Aufwand ist auf ein Minimum reduziert worden und die Rechnung fast vollständig an die Maschine delegiert. Den Konjunktiv habe ich gerade verwendet, weil von dieser Maschine vermutlich höchstens 2 Exemplare gebaut wurden, wobei die zweite wohl schon vor der Fertigstellung durch ein Feuer zerstört wurde. Auch ist Schickhardt schon 1635 gestorben. Der 30-jährige Krieg brachte auch die Pest nach Tübingen. Daher hat diese Maschine auch keine große Verbreitung erfahren, ist in Vergessenheit geraten und hat so auch keinen wesentlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung von Rechenmaschinen haben können. Aber wir sehen hier erstmals, wie die geistige Arbeit des Rechnens in allen 4 Grundrechnerarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division fast vollständig auf ein formales, mechanisches und damit vom Prinzip her automatisierbares Vorgehen reduziert werden kann. Bis das aber erreicht werden konnte, dauerte es noch ein Weilchen. Offenbar gab es damals einen großen Bedarf an Berechnungen, die man durchführen wollte, an präzisen Berechnungen, an zuverlässigen Berechnungen. Und durch die Entwicklungen in Verwaltung, Handel und Wissenschaft wurde einfach auch mehr gerechnet als zuvor. Letzteres wird deutlich, wenn man sich einfach nur einmal auf der Zunge zergehen lässt, welche Namen im 17. Jahrhundert in der Wissenschaft aktiv waren. Galilei, Kepler, Descartes, Pascal, Newton, Leibniz. Zahlreiche Entwicklungen, die zur Aufklärung und schließlich zur Moderne führten, beginnen in dieser Zeit. Insofern gab es viele Leute, die sich in dieser Zeit mit der Frage beschäftigt haben, wie man Berechnungen effizienter und zuverlässiger durchführen kann. Wir wollen hier keine Geschichte der Rechenmaschinen vorstellen, das ist ein durchaus interessantes Thema, würde aber den Rahmen hier sprengen. Nur ganz kurz sei erwähnt, dass der eben schon angesprochene Pascal in Frankreich eine Rechenmaschine gebaut hat, die ebenfalls nicht so ganz zuverlässig war, aber immerhin schon in einer Kleinserie hergestellt wurde. Gottfried Wilhelm Leibniz baute dann im Jahr 1673 eine Rechenmaschine, die mit der sogenannten Staffelwalze ein anderes Funktionsprinzip hatte als die bislang erwähnten Maschinen. Vermutlich hat auch diese Maschine zu Leibniz' Zeiten nicht zuverlässig funktioniert, weil die Fertigungstoleranzen für dieses wirklich schön anzusehende Stück Technik, das hier links auf der Folie zu sehen ist, noch zu groß waren. Ansehen kann man sich den hier abgebildeten Nachbau, wie alle hier abgebildeten Maschinen, wieder im Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Einige dieser Maschinen, wie das rechts abgebildete Comptometer, das ein ganz anderes Funktionsprinzip hat, kann man dort auch selber ausprobieren. Interessant an der Leibniz-Maschine ist allerdings, dass ihr Funktionsprinzip, das der Staffelwalze, das grundlegende Funktionsprinzip für die meisten Rechenmaschinen noch bis in die 1970er Jahre hinein war. Wir haben hier also eine Technologie, die über 300 Jahre lang in fast unveränderter Form genutzt worden ist. Das Gerät, das hier in der Mitte zu sehen ist, ein Arithmometer, wurde ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in Großserie produziert, wenn auch dann meist nicht in so schmucker Form. Dies geschah zu einer Zeit, in der die industrielle Revolution im vollen Gang war, einer Zeit, die Mark Twain in den USA ironisierend als vergoldetes Zeitalter, Gilded Age, bezeichnet hat. In dieser Zeit gründeten sich in den USA die großen Eisenbahngesellschaften und andere große Unternehmen wie Carnegie in der Stahlindustrie, Rockefeller in der Ölindustrie oder JP Morgan im Investmentbanking. Und auch in Europa entstanden große Unternehmen und damit wieder der Bedarf an Handel und Verwaltung und damit letztlich auch am Rechnen. So unterschiedlich diese Geräte sind, haben sie eines gemeinsam. Sie erfordern nur noch minimalen geistigen Aufwand, wenn man sie bedienen möchte. Man muss noch die richtige Operationsweise kennen, aber das Rechnen selber wird immer mehr zu einem rein mechanischen Prozess. So hat denn auch schon Leibniz gesagt, dass es unwürdig sei, Zitat, die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen Rechenarbeiten zu verschwenden, weil bei Einsatz einer Maschine auch der Einfältigste die Ergebnisse sicher hinschreiben kann.
Die Maschine nimmt uns fast alles ab. Natürlich noch nicht alles, denn wir müssen immer noch die Energie hineinstecken, also die Tasten drücken, eine Kurbel oder Räder drehen oder was auch immer. Diese dann eben immer noch knechtische Aufgabe oder vielleicht noch knechtischere Aufgabe als alles, was wir zuvor gemacht haben, bleibt uns ebenso überlassen wie das Einstellen und Ablesen von Werten. Der Rechenprozess selber wird aber mechanisch und das ist einer der großen Vorteile neben der Geschwindigkeit, weitestgehend von Fehlern befreit. Auf der anderen Seite geht damit aber auch eine Dequalifizierung der Arbeitsplätze einher. Für das Rechnen braucht man keine umfangreiche Ausbildung mehr. Wie also in anderen Bereichen der Industrialisierung gibt es hier gewaltige Umwälzungen am Arbeitsmarkt. Vor allem das Problem der Unzuverlässigkeit hat im frühen 19. Jahrhundert Charles Babbage als großes Problem angesehen. In dieser Zeit beginnt er mit der Entwicklung der sogenannten Difference Engine. Wir sehen hier rechts auf der Folie einen Nachbau, der im Science Museum in London steht, einem ebenfalls sehr lohnenswerten Museum. Diese Maschine kann als Original gelten, auch wenn sie erst 1991 fertiggestellt wurde, weil es tatsächlich vorher gar kein Original gab. Diese Maschine ist nämlich niemals fertiggestellt worden. Babbage hatte festgestellt, dass die Tabellenwerke, die in Büchern abgedruckt hatten, wir hatten darüber schon im Video zum schriftlichen Rechnen gesprochen, häufig Fehler enthielten. Wie dort schon erwähnt, lag eine zusätzliche Fehlerquelle darin, dass auch derjenige, der einen Wert nachschlug, diesen Wert falsch ablesen konnte. Babbage wollte zumindest das erste dieser beiden Probleme lösen. Im Jahr 1822 stellte er eine erste Rechenmaschine fertig und präsentierte sie der britischen Regierung, die daraufhin Geld bereitstellte, um die Difference Engine No. 1 zu bauen. Von dieser wurde bis 1833 ein Teil fertiggestellt, der aber nur zu Demonstrationszwecken verwendet wurde. Das Hauptinteresse von Babbage galt zu diesem Zeitpunkt bereits einem anderen Projekt, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. In der Folge lag das Projekt weitestgehend auf Eis und erst 1849 wandte sich Babbage ihm mit einem neuen Entwurf zu, der Difference Engine No. 2. Babbage erstellte lediglich die Pläne und hoffte darauf, dass die Regierung die Maschine dann bauen würde. Tatsächlich gebaut wurde sie aber erstmals in den Jahren 1989 bis 1991, also 150 Jahre später, im Science Museum in London, wo somit also nun das Original steht. Was sollte diese Maschine nun leisten? In aller Kürze und ohne hier jetzt einen Grundkurs in Mathematik nachzuholen, kann man mit der sogenannten Differenzenmethode beliebige Polynome ausrechnen, also so etwas wie 7x hoch 3 minus 4x hoch 2 plus x minus 5. Außerdem kann man, so war seit Anfang des 18. Jahrhunderts bekannt, beliebige Funktionen, wie beispielsweise die Sinusfunktion, mit einem Polynom näherungsweise mit steigendem Aufwand beliebig genau berechnen. Nimmt man diese beiden Erkenntnisse zusammen, bedeutet das, dass man jede beliebige Funktion mithilfe der Differenzenmethode näherungsweise berechnen kann. Die Difference Engine hätte also eine solche Berechnung durchführen können und über einen angeschlossenen Drucker dann auch gleich ausgeben. So hätte man dann, die korrekte und zuverlässige Funktionsweise der Maschine vorausgesetzt, fehlerfreie Tabellenwerke für beliebige Funktionen drucken können. Dass dies im Prinzip funktioniert hätte, zeigt die nunmehr fertiggestellte Maschine im Science Museum, aber auch den Schweden Per Georg und Edward Scholz gelang es schon 1859, eine Maschine aufbauend auf den Ideen von Babbage zu konstruieren und auch praktisch zum Einsatz zu bringen, auch wenn sie nicht immer fehlerfrei funktionierte. So wurden beispielsweise Barometertabellen und Logarithmentafeln mit ihr gedruckt. Babbage hatte aber noch eine weitergehende Idee und das war die Idee, die ihn über längere Zeit von der weiteren Arbeit an der Difference Engine abgehalten hat. Bevor wir auf die zu sprechen kommen, müssen wir aber einmal das Rechnen verlassen und uns einem ganz anderen Thema zuwenden, der industriellen Revolution und da der Schlüsselindustrie, die diese Revolution ganz wesentlich getrieben hat, der Textilindustrie. Ende des 18. Jahrhunderts wurden die ersten mechanischen Webstühle entwickelt. In Verbindung mit der Energieerzeugung und Umwandlung der Dampfmaschine entstanden innerhalb kurzer Zeit vollständig neue Produktionsmethoden und damit verbunden auch eine ganz neue Arbeitswelt, die für die Arbeiter vor allem zu schlechten Lohn- und Arbeitsbedingungen führten, was Karl Marx und Friedrich Engels, letzterer selber Sohn eines Textilfabrikanten, zu ihren soziologischen und philosophischen Abhandlungen anregte. Wie es häufig beim Übergang von der Manufaktur zur Massenfertigung ist, gab es gewisse Qualitätsverluste. Insbesondere komplexere Muster ließen sich mit den Maschinen zunächst nicht weben. Abhilfe schaffte der im Jahr 1805 erfundene Jacquard-Webstuhl. In Pappkarten, die zu einem fortlaufenden Band zusammengesetzt sind, werden Löcher angebracht, die eine Reihe von Nadeln des Webstuhls steuern. Wo sich ein Loch in der Karte befindet, wird der Kettfaden angehoben, der Schussfaden hindurchgeschossen und dann die Karte um einen Schritt weiter positioniert und das Spiel wiederholt sich. Auf diese Weise können sehr feine und komplexe Muster auch mit einem mechanischen Webstuhl gewebt werden. Und was hat das nun mit Charles Babbage zu tun? Die Difference Engine war dafür konzipiert, genau eine Art von Berechnungen durchzuführen. Das aber war Babbage zu wenig und er kam auf die Idee, dass es doch geschickt wäre, wenn man der Maschine nicht nur Zahlen eingibt, mit denen etwas berechnet werden soll, sondern wenn man ihr auch das Rechenverfahren eingibt. Das heißt, dass wir der Maschine eben nicht nur sagen, berechne eine Summe, ein Produkt oder ein bestimmtes Polynom mithilfe der Differenzenmethode, sondern berechne ein beliebiges Polynom oder vielleicht sogar eine ganz andere Funktion. Um das zu ermöglichen, müssen dann nicht nur Daten eingegeben werden, sondern auch die Funktionsweise, also
so etwas wie ein Rechenplan. Heutzutage würden wir das ein Programm nennen. Babbage nannte das, ganz in mathematischer Tradition, eine Funktion. Die Maschine erhält jetzt also zwei Dinge als Eingabe. Die Daten, mit denen sie rechnen soll, und das Programm, also die Ausführungsanweisungen. Das ist der entscheidende Schritt, der letztlich den Übergang von der Rechenmaschine zum Computer vollzieht. Neben der Tatsache, dass die Energie von außen zugeführt wird, was aber im Prinzip auch bei einer Rechenmaschine erfolgen könnte. Der wichtigste Schritt aber ist genau diese Programmierbarkeit. Es gibt da noch einige Feinheiten, die durchaus eine wichtige Rolle spielen, aber die wollen wir an dieser Stelle außer Acht lassen. Der kleine Nachteil auch dieser Maschine von Babbage ist allerdings, dass auch sie niemals fertiggestellt wurde. Es gibt einzelne Komponenten, anhand derer Teilfunktionen demonstriert werden konnten, aber die ganze Maschine ist niemals fertig geworden, sodass man bis heute nicht sicher weiß, ob sie jemals funktioniert hätte. Es gibt eine Vielzahl von originalen Plänen und Skizzen, die man mittlerweile zu sehr großen Teilen gesichtet hat. Seit etwa 10 Jahren gibt es in Großbritannien eine Initiative unter dem Namen Plan 28, die versucht, die Difference Engine nun auch zu bauen. Sie hoffen, dass sie irgendwann im Laufe dieses Jahrzehnts soweit sein werden, sagen zu können, ob die Maschine tatsächlich funktioniert hätte und sie dann auch bauen zu können. Sie dürfte etwa so groß wie eine größere Dampflok werden und einige tausendmal langsamer als ein Heimcomputer von 1980. Das Prinzip, wie die Daten und auch das Programm in die Maschine hineingelangen sollte, war über einen Lochstreifen. Die Idee dazu hatte Babbage vom Jacquard-Webstuhl, der ihm gut bekannt war. England war seinerzeit führend in der Textilindustrie. Aber an dieser Stelle endet dann auch schon die Geschichte des dampfbetriebenen Computers, weil dieses Gerät eben nie gebaut worden ist. Dieses Grundprinzip mit den Lochkarten ist dann etwas, das dann erst einmal an ganz anderer Stelle genutzt wurde, nämlich um Daten zu speichern. Dieses Thema, wie wir Daten in einer formalen Notation, in diesem Fall in Löchern auf Papierkarten, speichern können, wird uns in der nächsten Vorlesung wieder begegnen. Hier sehen wir rechts eine sogenannte Hollerith-Maschine, mit der unter anderem die Volkszählung in den USA unterstützt wurde. Neben den schon angesprochenen Unternehmen, die eine Vielzahl von Berechnungen durchzuführen und Daten zu verwalten hatten, galt das auch für die Staaten. In den USA wurde alle 10 Jahre eine Volkszählung durchgeführt. Dort stieg am Ende des 19. Jahrhunderts die Zahl der Einwohner rapide an und außerdem erhob der Staat für jeden einzelnen Bürger mehr Daten als je zuvor. Das führte dazu, dass die Auswertung der Daten mehrere Jahre dauerte und zu befürchten war, dass die Daten der Volkszählung von 1890 erst nach der nächsten Volkszählung im Jahr 1900 zur Verfügung stehen würden. Um hier Abhilfe zu schaffen und die großen Datenmengen schneller zu verarbeiten, setzte man daher auf die Hollerith-Maschine, mit der wir uns hier aber nicht weiter beschäftigen wollen. Stattdessen machen wir wieder einen Sprung, dieses Mal in die 1940er Jahre, also etwa 100 Jahre nach Babbage. In dieser Zeit wurden dann die ersten Computer fertiggestellt. Computer also in dem Sinn, dass es sich um programmierbare Maschinen handelt, die Berechnungen unterschiedlicher Art durchführen können. Der Begriff Computer legt es nahe, warum ich wieder von Berechnungen spreche, denn das war der Zweck dieser Maschinen. Auf den Bildern sind oben links die Zuse Z3 zu sehen, die für statische Analysen genutzt wurde, unten links der Harvard Mark I und rechts der ENIAC, die für die Berechnung ballistischer Flugbahnen und die Entwicklung der ersten Atombomben genutzt wurden. Oben rechts ist der Colossus zu sehen, der vom britischen Militär zur Entschlüsselung des deutschen Fernschreibverkehrs genutzt wurde. Er fällt ja ein bisschen aus dem Rahmen, weil er nicht im engeren Sinne für Berechnungen, sondern im Grunde genommen für eine spezielle Art von Textverarbeitung, eben die Entschlüsselung, gebaut war. Alle diese Computer wurden unabhängig voneinander und zu guten Teilen unter strenger Geheimhaltung entwickelt, sodass sich die Frage danach, welcher der erste war, im Grunde genommen erübrigt. Wie man einen Computer programmiert, werden wir noch sehen. Da werden uns die schon angesprochenen Formalismen und die formalen Sprachen wieder begegnen. Bis wir darauf zu sprechen kommen, werden aber noch etwa 3 bis 4 Wochen vergehen. Wie eben schon gesagt, sind die beiden wichtigsten Unterschiede zu einer Rechenmaschine, dass die Computer programmierbar sind und dass diese Maschinen selbsttätig ablaufen. Zu Babbages Zeiten hätte das mit Hilfe einer Dampfmaschine erfolgen können, da Strom sozusagen noch nicht domestiziert war. Aber in den 1940er Jahren und heute erst recht wird man dann natürlich mit Strom arbeiten. Wir geben also der Maschine auf irgendeine Art und Weise ein Programm, wir geben ihr außerdem Daten. Diese Dateneingabe kann auch kleinschrittig erfolgen. Es muss also nicht am Anfang alles eingegeben werden, dann läuft ein Programm los, berechnet etwas und dann gibt es das wieder aus. Sondern im Alltag verwenden wir meist sogenannte interaktive Systeme, wo wir immer wieder mal eine Eingabe vornehmen, dann passiert irgendetwas, wir nehmen wieder eine Eingabe vor, es passiert etwas und so weiter. Wenn wir beispielsweise einen Text in einer Textverarbeitung schreiben und wir drücken die Taste A, dann passiert da irgendetwas im Computer und schließlich erscheint das Zeichen A auf dem Bildschirm. Tatsächlich passiert dabei im Hintergrund eine ganze Menge mehr, was wir uns bis zu einer gewissen Ebene hinunter hier auch noch ansehen werden.
Dies soll nun unseren kleinen historischen Ausflug, also einige Betrachtungen zu so etwas wie einer aus der heutigen Perspektive rekonstruierenden Ideengeschichte abschließen, soweit ich das in dieser Vorlesung behandeln möchte. Natürlich geht die Geschichte des Computers an dieser Stelle erst so richtig los und wir haben mehr über die Vorgeschichte gesprochen. Wir haben uns angesehen, wie wir von den alten babylonischen Steintafeln über verschiedene Schrift- und Zahlensysteme zu dem gekommen sind, wo wir heute stehen, unserem modernen Schriftsystem, unserem modernen Zahlensystem und zu den Hilfsmitteln, die wir im Umgang mit diesen benutzen. Wir haben gesehen, wie viel an mechanischer Arbeit damit verbunden ist, wenn wir diese Hilfsmittel nutzen, wie wir die geistige Arbeit an etlichen Stellen reduzieren können, indem wir Externalisierungen nutzen und Zeichen manipulieren. Natürlich erfordert es immer noch unsere Intelligenz, diese Maschinen vernünftig einzusetzen. Ich hatte schon angesprochen, dass wenn wir eine Berechnung durchführen, wir uns auch fragen müssen, ob die Berechnung sinnvoll ist. Das ist eine ganz andere Frage als die, ob die Berechnung innerhalb des mathematischen Modells korrekt ist. Das Gleiche gilt natürlich, wenn wir irgendwelche anderen Daten verarbeiten, wenn wir Texte produzieren, wenn wir Daten über Personen verarbeiten, von denen wir zum Beispiel wissen wollen, ob wir ihnen einen Kredit geben wollen. Alles das sind Fragestellungen, die immer noch eine Menge soziale Kompetenz erfordern, eine Menge Intelligenz erfordern. Nur die Berechnung selber kann eben zum guten Teil automatisiert oder mechanisiert werden. An dieser Stelle werden wir das nächste Mal weitermachen und uns anschauen, wie wir Daten in Computern ablegen können und auch wie Computer miteinander Daten austauschen und wir so beispielsweise über das World Wide Web auf Daten zugreifen können, die sonst wo auf der Welt auf einem Computer gespeichert sind oder wie wir miteinander mithilfe von Computern kommunizieren können. Diesen Aspekt hatte ich hier bislang völlig ausgeklammert. Damit schließen wir unseren ersten Themenblock in dieser Einführung in die Informatik zum Thema vom Rechnen zum Rechner ab. Tschüss, bis zum nächsten Video.